Hey, wir sind Simon und Till aus der HFF und wir erklären euch heute etwas zu Viren und deren Vermehrung. Was sind überhaupt Viren? Viren sind infektiöse, also ansteckende organische Strukturen, welche sich in Form von Virionen außerhalb der Zelle verbreiten, aber nur in Form von Viren in einer passenden Wirtszelle vermehren können. Viren selber sind dabei keine Zellen und keine Lebewesen. Aber was genau sind denn jetzt eigentlich Virionen? Virionen sind kleine Viruspartikel, welche sich außerhalb der Zelle befinden. Auch sie sind keine Zellen und somit auch keine. Wie sind Viren aufgebaut? Viren bestehen grundsätzlich aus einem oder mehreren Molekülen, welche von einer Proteinhülle umgeben sind. In dieser befindet sich das Kapsid und in diesem Kapsid die Erbinformation in Form von DNA oder RNA. Virionen besitzen dazu noch Rezeptoren an der Proteinhülle, was es ihnen ermöglicht, einen Wirt zu finden und an ihn anzudocken. Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien als Wirtszellen benutzen. Sie bestehen aus einem Kopfteil, in dem die Erbsubstanz, die DNA oder RNA vorhanden ist, der Schwanzscheide und einer Basalplatte und den Schwanzfaden. Und jetzt kommen wir zum lytischen und lysogenen Zyklus der Bakteriophagen. Im lytischen Zyklus wird der Stoffwechsel der Wirtszelle von der Erbsubstanz des Virus umprogrammiert, sodass diese die Proteine und DNA des Virus produziert und neue Phagen herstellt. Das Ganze geschieht in vier Phasen: der Adsorptionsphase, der Injektionsphase, der Synthese und der Lyse. In der Adsorptionsphase dockt die Phage an die Wirtszelle an. In der Injektionsphase wird das Erbgut der Phage mit der kontraktilen Schwanzscheide in den neuen Wirt injiziert. In der Synthese wird die neue Wirtszelle so umprogrammiert, dass Teile der neuen Phage hergestellt werden und stellt diese dann auch her. In der letzten Phase der Lyse gibt die Zelle nun die neu hergestellten Phagen frei und stirbt ab. Im lysogenen Zyklus wird die Erbsubstanz des Virus in die Zelle injiziert. Diese Erbsubstanz wird als DNA in die DNA der Wirtszelle eingebaut. Die integrierte DNA wird auch als Prophage bezeichnet. Dieser wird bei jeder Zellteilung auch repliziert und an die Tochtergeneration weitergegeben. Auf diese Weise kann die Erbsubstanz des Virus über eine sehr lange Zeit in den Wirtszellen überdauern. Durch zum Beispiel Stressfaktoren ist es jedoch jederzeit möglich, dass die Zellen aus dem lysogenen Zyklus in den lytischen Zyklus wechseln. Dann werden die gleichen Stadien durchlaufen wie im lytischen Zyklus, mit dem Ergebnis, dass die Wirtszelle platzt und neue Viren freigesetzt werden. Das war es auch schon von unserem Video. Wir hoffen, wir konnten euch weiterhelfen. Lasst gerne ein Like auf das Video da und ein Abo auf dem Kanal.